Hi meine Lieben, ich habe für euch heute was super cooles. Also ich bin absolut begeistert, wie immer. Und zwar habe ich, wie ihr wisst, nicht viele Mac-Lidschatten, habe auch ganz viele verkauft. Ich bin von der Qualität einfach absolut enttäuscht. Die sind mir viel zu teuer. Dogri-Lidschatten ist auch immer so eine Sache. Also P2 hat ein paar ganz nette, L'Oreal hat ein paar ganz nette und dann war es das auch schon. Also gerade so die Farbauswahl ist da so ein bisschen, naja, ihr wisst, dass ich total der Art Deco-Anhänger bin. Derzeit verwende ich eigentlich nur diese Lidschatten und bin mit Art Deco sehr, sehr zufrieden. Man wird immer wieder mal fündig, momentan bei Becky, sie hat super Pigmente und so. Und die Catrice-Lidschatten, die hauen mich auch um, nur habe ich halt hier keinen Catrice in der Nähe, deshalb konnte ich da bis jetzt noch nicht so ganz viel zu sagen. Deshalb habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht nach günstigen, guten Lidschatten, die eine super Qualität haben, die man irgendwie auch beziehen kann, wo man nicht irgendwie, was weiß ich wo, in Indien bestellen muss oder so, oder in Amerika. Ich habe ein Video von Candy Johnson gesehen. Das ist eine amerikanische YouTuberin, kennt ihr bestimmt alle. Und sie hatte so eine wunderschöne Ben Nye Palette. Ich weiß nicht, ob Ben Nye euch was sagt. Auf jeden Fall hat mich diese Palette richtig, richtig umgehauen. Ich muss mal einmal kurz hier, mein Stativ steht hier so, das geht gleich um. Oh Gott. Jetzt sitze ich ein bisschen weit weg, aber besser so, als wenn das gleich umkippt. Jedenfalls hatte sie so eine total verschärfte Ben Nye Palette und ja, ich habe mich dann ein bisschen erkundigt. Die kostet bei eBay mit Versand und allem drum und dran um die $100. Und das ist mir natürlich nicht wert für ein paar Nude-Töne. Daher habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem deutschen Shop, weil man diese Ben Nye Palette auch nur in Amerika ordern kann. Und habe mich dann auf die Suche nach einem deutschen Shop gemacht. Und ein paar einzelne Lidschatten von Ben Nye kriegst du auch hier, mal da und da und so. Aber hat mich irgendwie alles nicht umgehauen. Dann bin ich in einem Forum auf Krimas gestoßen. Also ich glaube, ihr kennt das durch Ebo auch schon. Sie hat euch ja, glaube ich, mit dieser Marke auch schon ein bisschen bekannt gemacht, mit diesem Cake-Make-up. Ja, jedenfalls habe ich eine Seite gefunden. Unter anderem, ich habe mehrere Seiten gefunden, unter anderem auch schminktopf.de. Krimas ist so ein Make-up-Artist-Bedarf, also so Theaterschminkbedarf und bla bla bla. Also die haben eine riesen Farbauswahl und so. Und bin dann auf eine Lidschatten Farbauswahl gestoßen. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Also die haben wirklich, glaube ich, 100 Lidschatten oder so, die verschiedensten Farben. Dazu muss ich aber sagen, sie sind alle matt. Also wer jetzt matt nicht so gerne mag, der wird da nicht ganz so glücklich mit werden. Ich liebe matt und ich habe bestellt, aber nicht bei Schminktopf, sondern bei www.aura-shop heißt das, glaube ich. Ich verlinke euch das mal. Also ich bin da echt nur durch einen Zufall drauf gestoßen. Ja, und bin dann halt auf diese Lidschatten gestoßen und habe mir ein paar bestellt. Vorweg sage ich, die Verpackungen sind nicht besonders berauschend. Ups, also können jetzt hier nicht mit MAC oder was weiß ich noch nicht mal mit Catrice mithalten. Aber das sind die besten Lidschatten, die ich in meinem ganzen Leben jemals hatte, wirklich. Ich habe mir 7 Farben bestellt. Eine habe ich verschenkt und 2, genau, das ist das nächste Problem. Diese Farbbeispiele, die sind leider nicht fotografiert, die Lidschatten, sondern das sind halt nur so Computerfarbbeispiele. Also die sind nicht immer ganz wahrheitsgetreu. Also bei 4 hatte ich total Glück und bei 2 war es halt so, dass es einfach diesem Farbbeispiel überhaupt nicht entsprach. Zum Beispiel die Farbe Terracotta sah auf diesem Foto in dem Shop, also auf diesem gedruckten Bild da, wesentlich moviger aus und dunkler und es war dann letztendlich, als es hier ankam, bei mir so ein leicht rötlicher Ton und das war halt nicht so meins, habe ich dann zurückgeschickt. Aber diese 4 Farben, oh mein Gott. Ja, es sind halt meine Farben, ne? Ihr werdet jetzt denken, oh Gott, sieht alles gleich aus, bla bla bla, aber es sind halt wirklich meine Farben und bei Schminktopf kosten die 7,50 Euro pro Stück und bei dem Shop, bei dem ich bestellt habe, 5,50 Euro, also ihr spart 2 Euro. Da habt ihr allerdings eine Mindestbestellmenge von 15 Euro. Aber ich meine, bestellt ihr euch 3 Lidschatten, sonst lohnt sich das auch gar nicht. Und der Shop ist generell ein bisschen unübersichtlich. Also die haben da auch Künstlerbedarf und Keilrahmen und Acrylfarben und so. Also ihr müsst da unter die Kategorie Schminke gehen. Also ist ein bisschen schwierig, auch mit dem Versand, die Abwicklung und so. Aber wenn man sich da ein bisschen durchgewurschtelt hat, ich meine,
2 € pro Liter entsparen, ist es mir auf jeden Fall wert. Wenn ihr aber da keinen Bock drauf habt, könnt ihr auch genauso gut bei Schminktopf bestellen. Jedenfalls wollte ich euch nur mal sagen, Leute, wenn ihr Bock auf matte Lidschatten habt und keine Lust habt, 17 € pro Lidschatten bei MAC zu bezahlen, guckt euch die mal an. Ehrlich, das ist ein Traum. Dagegen lust MAC sowas von ab. Also, wer die Catrice Lidschatten hat, weiß, wie gut die pigmentiert sind. Wer die Art Deco Lidschatten hat, weiß, wie gut die pigmentiert sind. Aber die sind noch um einiges besser. Also, das hier ist die Farbe, beziehungsweise die Nummer 002. Das soll cremeweiß sein. Nee, das soll creme sein. Es gibt anscheinend auch noch ein Weiß 001. Und das ist schon creme. Und wenn das creme ist, dann weiß ich nicht, wie weiß aussieht. Das ist doch schon so ein wunderschönes, strahlendes Weiß. Also, ich gehe jetzt einmal so da rein. Seht ihr das? Also, ich habe noch nicht mal gerieben. Ich habe nur einmal reingedippt. Also, die sind so unfassbar pigmentiert. Jetzt reibe ich mal ein bisschen. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich muss es euch einfach zeigen, weil ich so total überwältigt bin. Ja, das wäre einmal dieses Creme. Dann habe ich ein wunderschönes 884. Das ist so ein, das sieht dem hier sehr ähnlich. Das ist so ein Ockerbraun. Swatche ich euch auch mal daneben. Da. Und dann habe ich einmal die Nummer 575. Das ist auch eine super schöne Farbe. Ich habe ewig sowas gesucht. So, jetzt habe ich es da unten hingeswatcht. Ich swatche es mal hier hin. Ja, doch, hier sieht hätte man es auch gesehen. Ja, also auf jeden Fall wollte ich euch nur von diesen Lidschatten erzählen. Ich bin sowas von begeistert. Ich bin sowas von verliebt. Die Farbauswahl ist phänomenal. Die haben aber, glaube ich, nur so 10 Perlglanz-Lidschatten. Also alles andere ist, so wie ich das jetzt verstanden habe, matt. Was mich, wie gesagt, nicht stört, aber viele von euch wird das sicherlich, ja, wird das nicht so gefallen. Ich kann mit matt einfach mehr anfangen. Mir gefällt es einfach besser. Ja, was wollte ich noch sagen? Ihr könnt dafür auch so Aufsteckdinger. Also das habt ihr vielleicht bei Ebro mal gesehen. Das sind so lose Pailletten. Da, Pailletten, Paletten. Da kann man das so reinstecken. Die sind dann so 4 Stück. Kann man auch eine 6er oder 8er oder 12er Palette bestellen. Die sind auch nicht teuer und da kann man das halt so reinklicken. Ja gut, das sieht natürlich jetzt nicht besonders schick aus, aber diese Qualität, also die rechtfertigt jedes Design, alles. Also die ist einfach nur traumhaft. Die haben da auch, ja, ich weiß jetzt nicht, ob in diesem Shop auch diese ganzen Cake-Make-ups und Cake-Eyeliner und so auch sind, aber bei Schminktopf gibt es das alles. Und Rouge und alle möglichen fertigen Paletten. Also ich bin völlig überwältigt. Ich wusste gar nicht, von solchen Dimensionen bin ich gar nicht ausgegangen. Ich war immer nur Art Deco, MAC, Drogerie. Das war immer so das, was ich kannte. Und halt natürlich so ein paar Sachen, die man im Internet bestellen kann, bei Becky oder Elf oder so. Das ist natürlich auch schön. Aber das hier ist echt der absolute Hammer. Also wie gesagt, Mädels, wenn ihr Bock auf bunte, schöne, geile, pigmentierte Lidschatten habt und sie sind alle gut pigmentiert. Es ist jetzt nicht so, dass nur einer gut pigmentiert ist oder so. Die hauen mich alle von den Socken. Also wenn ihr auch Erfahrungen mit Grimas gemacht habt, schreibt mir das bitte, bitte, was da noch für Produkte zu empfehlen sind. Also das ist ja eigentlich so ein Theater-Schminkbedarf. Ich bin total verliebt und total begeistert und ich glaube 5,50 € für 2 Gramm, meine ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, 2 Gramm. Ich weiß jetzt leider nicht, was in so einem Art Deco-Lidschatten drin ist. Ein bisschen weniger, glaube ich, aber ich glaube, in den MAC-Lidschatten ist noch weniger drin. Habe ich überhaupt noch einen MAC-Lidschatten? Ja. Und zwar ist da drin 1,5 Gramm. Na, seht ihr mal. Kann ich euch wirklich, wirklich nur ans Herz legen. Werdet ihr jetzt vielleicht nicht so krasse Farben finden wie Club oder sowas, aber mein Gott, man kann auch ohne Club sehr gut leben. Schnell gesagt haben, falls ihr auf der Suche nach Lidschatten seid, nach richtig, richtig tollen Lidschatten. Also da könnt ihr mir echt vertrauen, die sind wirklich richtig, richtig gut. Würde ich mich total freuen, wenn einige von euch mir berichten, ob sie auch schon Lidschatten von Grimas haben oder anderes Zeug davon und ob sie davon auch so begeistert sind oder ob ich jetzt hier wieder der Einzige bin, der irgendwas toll findet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, meine Süßen!